Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Und zwar haben wir uns den Brief von dem Hausmädchen durchgelesen, von Eva Mariani. Und sie sagte, sie habe Beweisfotos, die sie in ihrem Zimmer unter dem Nachttisch versteckt hat. Und das schauen wir uns an. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich auch schon noch ganz am Anfang, als wir das Haus erst erkundet haben, mich auch schon gefragt habe, was unter diesem einen Nachttisch da los war. Weil da war doch ein Brett irgendwie nun ja ausgeschnitten, sozusagen. Und wir machen uns einfach mal auf den Weg zur Küche und dann in Eva Marianis Zimmer. Es wird immer spannender, was hier überhaupt abgeht. Was Christopher Milton überhaupt mit den ganzen Sachen zu tun hat. Es gibt für mich immer noch keinen Sinn, dass er sowohl mit Mr. Blackwood zusammengearbeitet hat und auch noch geheime Briefe mit Mr. Blackwoods Frau schrieb. So, wo ist denn jetzt hier? Das war doch hier irgendwo. Genau, dort. Und tatsächlich können wir das abnehmen und wir sehen ein Foto. Hier guckt anscheinend gerade jemand aus dem Fenster. Ihr seht hier wohl Mr. Blackwood mit einer Schaufel in der Hand. Und dort liegt anscheinend die Leiche auf dem Boden. Und hier ist der Schatten von dem Turm, denke ich mal, von dem Haus. Und das bedeutet, dass tatsächlich Mr. Blackwood seine Frau ermordet hat. Und sie dort vergraben hat anscheinend. Jetzt wird es wohl an uns liegen. Nein. Okay, es ist eine erschreckende Vermutung, die ich habe. Meint ihr, wir werden die ausgraben? Ich denke, wir werden die ausgraben müssen. Wenn wir rausgefunden haben, wo die ist, werden wir die ausgraben. Das ist jetzt zwar echt... Wow, das wird dann richtig obergruselig, aber... Es ist Wurst. Ich gehe erstmal zurück. Und ich rufe wieder Jerry an. Jerry hat uns das Ganze nicht geglaubt. Wir haben jetzt Beweise davon. Also... müsste Jerry jetzt doch endlich mal kapieren, dass er uns helfen kann. Dass der uns helfen kann. Definitiv. Die Musik hat sich auch ganz schön geändert. Jetzt am letzten Tag spielt die sehr spannend die ganze Zeit. Und wir rufen Jerry an. Ja? Jerry, ich bin's. Michael, ich wollte dich gerade anrufen. Warum? Ich habe über das nachgedacht, was du mir erzählt hast. Und da könnte etwas dran sein. Jetzt mache ich mir Sorgen um deine Sicherheit. Das könnte gefährlich werden. Was meinst du mit gefährlich? Naja, angenommen, du hast recht. Und James Blackwood versteckt sich tatsächlich irgendwo im Haus. Er ist ein Wahnsinniger, ein Mörder. Und dein Leben könnte in Gefahr sein. Jerry, wenn James Blackwood noch lebt, muss er ein harmloser, klappriger alter Mann sein. Es dürfte kein Problem sein, mit ihm fertig zu werden. Ja, und wenn er bewaffnet ist? Das Risiko gehe ich ein. Inzwischen weiß er sicherlich, dass ich hier bin. Was ist, wenn er nur darauf wartet, dass ich abreise, damit er flüchten kann? Ich darf diese Gelegenheit nicht verpassen. Was für eine Gelegenheit, um Gottes Willen? Zu wissen, ich stecke da schon zu tief drin, Jerry. Und wenn ich nicht erfahre, was in diesem Haus geschehen ist, wird es mich ewig in meinen Träumen verfolgen. Du bist besessen. Du solltest dein Buch beenden und zur Ruhe kommen. Und jetzt sieh dir das an. Was willst du deinem Herausgeber sagen? Wer weiß, vielleicht inspiriert mich diese Episode für den Schluss. Es tut mir leid, ich kann nicht mehr zurück, Jerry. Es ist zu spät. Ich kann's nicht fassen. Hast du keine Angst, noch eine Nacht in diesem Haus zu verbringen, wo sich ein unheimlicher alter Mann im Keller versteckt? Ich weiß, was du damit erreichen willst. Auf Wiederhören, Jerry. Michael! Michael!
Winkel, das ist gefährlich! Hörst du mich? Gefährlich! Du musst dieses Haus verlassen! Ich halte dich auf dem Laufenden. Oha. Oha, es geht los. Jetzt geht die Post ab hier. Jerry jetzt auf einmal ganz in Sorgen um uns. Das wird jetzt langsam echt gruselig, muss ich sagen. Sogar Jerry glaubt, dass Mr. Blackwood jetzt irgendwo hier in diesem Haus sein könnte. Und Freunde, so langsam kriege ich jetzt echt Herzklopfen. Ich gehe jetzt einfach mal hier wieder raus. Ich habe so Halluzinationen, dass ich gerade irgendwelches Herzklopfen gehört habe, aber das war anscheinend nur das... War da jemand am Tor? Jetzt geht es ab, Freunde. Michael, mach mich nicht verrückt. Mach mich nicht verrückt. Du willst mir doch keine Angst machen, dass da jetzt wer am Tor war. Ich glaube, ich werde verrückt langsam. Das scheint tatsächlich so gewesen zu sein. Der verrückte Mr. Blackwood hat seine Frau und sein Kind umgebracht. Oder nur seine Frau. Mit Hilfe von Christopher Milton und der wohnt hier noch. Oder anscheinend ist er hier irgendwie zurückgekommen oder so ähnlich. Die haben seinen Tod vorgetäuscht und jetzt... Du meine Güte. Und ich traue mich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich hier hinzugehen. Am Tor war jemand. Wartet. Im Briefkasten. Tatsächlich. Das ist... Das kennen wir alle schon. Das ist aber das noch in der Rolle jetzt drin. Was ist denn das? Räumungsbefehl. 12. Oktober 1976. Mr. Michael Arthate. Aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei dem durch Mr. Jerry P. Carter getätigten Erwerb von Blackwood Manor sehen wir uns leider gezwungen, Ihnen den weiteren Aufenthalt mit sofortiger Wirkung zu untersagen. Bei Zuwiderhandlung droht Strafanzeige bei den zuständigen Behörden. Sie werden hiermit aufgefordert, innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung die Immobilie zu räumen. Das Datum des Poststempels ist maßgebend. Am Montag, den 14. Oktober, wird Blackwood Manor von Beamten der Polizei überprüft. Sollten Sie noch anwesend sein, werden Sie ohne weitere Ankündigung sofort verhaftet. Bund für Naturschutz und Denkmalpflege. Darum also hatte mich Jerry so bedrängt, das Haus zu verlassen. Mich trifft die bittere Erkenntnis, dass er nicht mehr kommen würde. Und dass es Zeit ist, herauszufinden, wie ich aus dem Haus komme. Und plötzlich ist Stille. Der Wind hat aufgehört zu blasen. Das Wetter hat sich schlagartig geändert. Und ich mache mir Sorgen. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Amt für Naturschutz und Denkmalpflege will uns jetzt hier rausjagen aus diesem Haus. Soweit ich das verstanden habe, heißt das, dass Jerry uns verarscht hat. Jerry hat uns ein Haus angedreht, das uns eigentlich überhaupt gar nicht gehört. Womöglich sind wir gar nicht die Besitzer dieses Hauses. Oh Jerry, was hast du nur getan? Was ist denn jetzt los? Ach ja, stimmt, das Auto war ja... Die Autobatterie ist tot, wir wollen jetzt abhauen. Ich denke, es ist auch Zeit gekommen, jetzt einfach mal hier von hier zu verschwinden. Ich meine, so toll das jetzt auch alles ist und so spannend das alles ist, dass Mr. Blackwood dort noch irgendwo drinne sein könnte, macht mir Angst. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, das irgendwie hier jetzt, das ist die Stelle, an der die Autobatterie war, jetzt irgendwie von hier abzuhauen. Die Autobatterie ist leer. Und ich habe eine Idee, wie wir das Problem lösen können. Und zwar war ja in der Garage dieses... Genau. In der Garage war noch das Fahrrad. Oh Gott. Das wird ja immer schlimmer, wenn man jetzt hier rein muss und... Ja. Oh. Hier war ja das Fahrrad. Wartet mal. Wenn ich jetzt hier irgendwas machen kann... Das besonderbare Gerät ist am Hinterrad angeschlossen. Normalerweise müsste man es hinbekommen, eine Autobatterie mit einem Fahrrad
irgendwie wieder aufzuladen, oder nicht? Warte, ich mach das mal hier irgendwie. Das ist nicht zweckdienlich. Wie muss ich das doch hier machen? Vielleicht hier, ja, genau. In der Garage ist ein altes verstaubtes Fahrrad. Das wissen wir jetzt. So, jetzt habe ich da irgendwas abgenommen. Ach, ich habe das jetzt dran gemacht. Das ist doch perfekt. Und wenn ich das jetzt aufladen würde, kann das gehen? Es passiert nichts. Oder? Ich bin jetzt irgendwie. Muss ich vielleicht noch irgendwas machen? Jetzt habe ich die Dinge wieder abgenommen. Jetzt mache ich die wieder dran. Ich versuche es einfach nochmal. Ich denke mal, dann müsste das klappen. Senator. Senator, irgendwas mit Senator. Blablabla. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die jetzt aufgeladen ist. Die nun vermutlich schwach geladen ist. Das hört sich doch gut an. Jetzt kommt wieder diese gruselige Tür öffnen der Garage. Um Gottes Willen. Wollen wir wirklich fahren? Wir versuchen es einfach. Ich denke, Michael will jetzt hier weg. Ups, ich habe ja, stimmt. Die Autobatterie muss natürlich noch rein. Trotzdem lässt es mich einfach nicht in Frieden, was hier damals passiert ist. Irgendwas muss damals passiert sein. Und jetzt, wo ich mich darauf vorbereite, das Anwesen zu verlassen, spüre ich plötzlich Schuldgefühle, weil ich die Geister gestört habe, die im Haus ruhten. Ich muss etwas tun. Ich will den Ort sofort verlassen, aber ich kann nicht. Nicht ohne mich vorher um die Erscheinung zu kümmern, die im Haus umhergeht. Jetzt liegt es in meiner Verantwortung. Ich überlege hin und her, aber nein. Was war mit zukünftigen Bewohnern? Was wäre, wenn sie zu Schaden kämen, weil ich nichts unternommen habe? Ich würde mir das niemals verzeihen. Ich weiß, dass es auf mich wartet. Ich muss gehen. Michael hat sich doch kurzfristig umentschieden. Er will rausfinden, was hier damals passiert ist. Und ich denke mal, damit sind wir alle einverstanden. Selbst wenn es jetzt an Grusel gar nicht mehr zu überbieten ist, ist es doch trotzdem interessant. Und wir müssen es trotzdem irgendwie rausfinden, was hier vor sich geht. Ich habe viele Theorien. Ich habe Theorien. Ich habe tausende von Theorien, was hier eigentlich abgeht. Nur müssen wir jetzt, denke ich mal, etwas tun. Und ich weiß wieder was. Mir kommt es wieder in den Sinn. Die verfluchte Maske. Durch die Mr. Blackwood besessen worden ist. Mr. Blackwood hat versucht, die Maske bzw. dieses Ritual für die Maske wieder zu vollziehen. Und wie hieß es doch so schön damals in den Unterlagen unter der Kapelle? Um das Amulett zu machen, brauchen wir einen Gegenstand des Opfers und ein Gegenstand des Täters. Gegenstand des Opfers und Gegenstand des Täters. Ein Gegenstand des Täters wäre womöglich der Gott der Dalmar. Ich bin mir sicher, dass wir dazu noch irgendwas in der Galerie finden könnten, falls er dann irgendwas aus Afrika mitgenommen hat. Was denn auch biologisch? Mir fällt das Wort jetzt nicht mal ein, aber es ist auch nicht schlimm. Und wir bräuchten einen Teil des Täters, des Opfers. Nun, eigentlich könnte das doch